Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und bevor das Video beginnt, ja, ich bin schon wieder krank, habe Halsweh, aber ansonsten geht es mir total gut. Meine Stimme ist nur ein bisschen kratzig. Ich habe erst überlegt, den Dreh zu verschieben, aber ich dachte mir, die Kollektion, die ich euch heute vorstellen möchte, ist so, so spannend irgendwie. Also ich finde es voll cool, weil es mal was ganz anderes ist. Und zwar könnt ihr im Titel ja schon lesen, Catrice hat mit Caviar Gauche eine Kooperation gemacht und ich bin fast ausgeflippt, als ich das auf Instagram gesehen habe. Ich habe tatsächlich komplett alles bekommen mit Hilfe meiner Schwester, weil wenn man alles bekommen möchte, muss man in verschiedene Drogerien rein. Das ist jetzt hier die Sonderedition und wie ihr sehen könnt, ist das Ding sehr, sehr fancy schmancy. Das Ding kostet 18 Euro. 18 Euro für Catrice Produkte und ich dachte mir so, ich probiere es einfach mal aus. Ein paar Pinsel gab es auch noch einzeln, wie zum Beispiel diesen Fächerpinsel und diesen Blending Brush. Das ist auch eigentlich die Kollektion gewesen. Das ist einfach nur so ein Goodie obendrauf. Und Leute, ihr müsst euch jetzt festhalten, diese Verpackung ist next level. Die Oberfläche der Catrice Lidschattenpalette ist... Das ist nicht mehr von dieser Welt, das ist so krass. Ich dachte mal, ich beginne das Video ungeschminkt, also ein bisschen habe ich schon was drauf, damit ich euch nicht das Ergebnis vorwegnehme. Ich kann es ja immer noch nicht glauben, ne? 18 Euro für 3 Pinsel von Catrice. Ich würde mal behaupten, man bekommt dafür komplette Sets, die sehr, sehr gut sind. Wir müssen auch mal ganz kurz hier diesen Pinselhalter appreciaten. Wie süß ist das denn bitte? Ich kann mir das voll gut vorstellen, einfach als, ich weiß nicht, ich finde es so hübsch. Richtig, richtig hübsch. So, wir schauen uns mal hier diesen Puderpinsel an. Der ist ein bisschen fester gebunden. Ich benutze wieder den NYX Matte Stay Matte But Not Flat Powder. Und versuch's einfach mal. Ich glaube, so einen Pinsel würde ich eher zum Konturieren benutzen. Also bei solchen Pinseln habe ich immer Angst, dass meine Foundation darunter immer bewegt wird, weil das schon ein bisschen härter gebunden ist. Ich finde den zwar schön und anschmiegsam, aber ich bin mir 100% sicher, es ist nicht das, was ich jeden Tag verwenden würde zum Puder verteilen. Okay, ich mach's mal ganz kurz. Für alle, die nicht ganz so wählerisch sind in Sachen Puderpinsel, denen wird der Pinsel auf jeden Fall gefallen, weil der wirklich, wirklich weich ist, anschmiegsam und so weiter. Und ich klopfe die ganze Zeit mit dem Pinsel und her. Aber ich persönlich brauche auf jeden Fall einen lockereren gebundenen Pinsel und der ist mir einfach viel zu hart. Es ist raus, Leute, und das ist das erste Ding, was schon direkt negativ ist und es tut mir sehr, sehr leid. Dann kommen wir auch schon zum Contouring Brush. Das ist er. Lange, locker gebundene Härchen, die so halb rund abgeschrägt sind. Sehr, sehr gut, um zu konturieren. Ich habe so ein bisschen Cream Contouring schon drauf, aber ich werde jetzt versuchen, noch ein bisschen das Ganze zu intensivieren. Und mein Hoola Bronzer sieht immer trauriger aus. Da ist echt nicht mehr viel drin. Aber das ist echt mein Lieblingsbronzer. Auch der Pinsel fühlt sich sehr, sehr gut in der Hand an. Und den gibt es auch einzeln. Vom Hinschauen wusste ich schon auf jeden Fall, dass er mir gefallen wird. Und der wird hundertprozentig in meine tägliche Routine aufgenommen werden. Ich habe nichts Negatives an diesem Pinsel auszusetzen. In dem Pinsel ist noch ein flacher Lidschattenpinsel drin und einzeln zu kaufen gibt es auch noch diesen Eye Blender Brush. Ich werde jetzt die Lidschattenpalette von Catrice verwenden. Das ist eine Lidschattenpalette mit ganz, ganz tollen Brauntönen drin, die sehr, sehr satt erscheinen. Hier handelt es sich hier um einen matten Ton und der Rest ist schimmrig. Ich habe aber das Gefühl, das ist nicht ganz so pigmentiert. Außerdem sind das nur Brauntöne hier drin und da ich kein eigenes Video zur Essence limitierten Edition machen wollte, dachte ich mir, ich pick mir die interessantesten Produkte raus aus der Kollektion und zwar die Lidschattenpalette und damit werde ich versuche ein bisschen was reinzumischen, damit ich auch zur Palette was sagen kann, weil nur alleine mit der Palette werde ich keinen Look schminken können, weil, kann ich euch jetzt schon sagen, da wird man nichts sehen. Ja, probieren wir es einfach mal aus mit diesem Pinsel hier. Dann gehe ich hier mal in diesen Rosé-Ton rein. Ich trage das erstmal hier auf. Oh, okay, das ist 100% ein Augenbraun-Highlight. Übrigens werde ich auch nur diese zwei Pinsel verwenden und zwischendurch einfach auf dieses Mikrofasertuch hier gehen und die Pinsel sauber machen. Und dann kann ich die wieder verwenden. Weil ich möchte einfach mal probieren, ob man alleine mit den Pinseln auch einen Look schminken kann. Ich gehe jetzt in die Essence-Palette und gehe hier in diesen hautfarbenen Rosé-Ton und trage das auf mein Augenlid auf, um einfach so die Base zu schaffen. Auch wenn es nur so ein Grundierungston ist, der ist ein bisschen grobkörniger. Gefällt mir nicht ganz so gut. Probieren wir doch mal hier diesen Blenderpinsel aus von Catrice. Sehr, sehr festgebunden für einen Blenderpinsel. Ich weiß nicht, ob man damit so gut ausblenden kann, aber wir werden es einfach mal probieren. Ja, dann gehe ich einfach mal hier in diesen schimmrigen Ton rein und fange an, eine Base, eine andere Base, eine Lidfalten-Base zu schaffen. Oh,
Bad Fallout though. Ich habe kein Baking dabei. Da kam mehr runter als drauf auf die Lidfalte. Ich möchte anmerken, dass die Lidschattenpalette auch nicht gerade günstig war. Okay, man sieht einfach gar nichts. Es passiert nichts, Leute. Es passiert nichts. Es ist, als würde ich eine 1-Euro-Palette verwenden. Und selbst die sind manchmal besser. Ich benutze jetzt einfach ein paar Farben aus der Essence-Palette. Ja, mach wieder hier meinen Pinsel sauber auf meinem Mikrofasertuch. Also die Palette ist diesen Mist. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde die Farben hier rausbrechen und andere Farben reinpacken, weil die Verpackung ist einfach Goals. Dann benutze ich hier diesen Taubenblauton. Ich decke mir jetzt einfach irgendeine Farbe aus. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Farbe ist. Und werde das retten, was noch zu retten ist. Wie kann nur nichts passieren bei beiden Paletten? Langsam glaube ich, dass es einfach nur am Pinsel liegt. Komm schon, gib ein bisschen Farbe ab. Leute, ich glaube, es liegt am Pinsel. Oder habt ihr auch schon damit Erfahrung gemacht? Also mit dem flachen Pinsel sieht man auf jeden Fall mehr. Mit diesem komischen, festgebundenen Blenderpinsel von Catrice passiert gar nichts. Machen wir heute den natürlichen Look. Den natürlichen Look mit einem Pop of Color. Und zwar lila aus der Essence-Palette. Ich habe mich schon gewundert, warum im ersten Store fast komplett alles übrig war von dem Lidschatten. Weil einfach scheiße. Ich gehe mal nochmal hier in den silbernen Ton rein aus der Essence-Palette. Ich höre mit dem Augen-Make-up auf. Es hat keinen Sinn mehr. Jetzt muss ich erstmal meine Wimpern ausbürsten, weil die Hälfte ist auch da drin gelandet. Werde Eyeliner und Mascara auftragen. Und dann komme ich auch schon wieder zurück. So, mit Eyeliner und Mascara sieht das Ganze doch ein bisschen angenehmer aus. Ich baue jetzt auch so ein bisschen Innenwinkel-Highlighter und da benutze ich doch hier diesen wunderschönen hellen Ton. Ganz kurzes Fazit zur Lidschattenpalette. Ich glaube, da muss ich nicht viel sagen. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von der Qualität der Lidschatten. Von der Verpackung gar keine Frage. Fühlt sich super hochwertig an. Ist für mich aber kein Argument. Oder vielleicht doch. Ich habe es mir ja gekauft. Ja, Essence-Palette ist auch okay. Ich kenne bessere Paletten. Hier finde ich, sagen mir die Farben auch einfach nicht so sehr zu. Die Farben kommen einfach nicht. Also das Lila hier kommt in so einen schlammigen Lila raus. Ich finde es schön, wenn die Farben, die man hier drin sieht, auch wirklich als diese Farbe rauskommt. Und nicht ganz so schlammig irgendwie von der Farbabgabe her. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, wir machen einfach weiter mit anderen Dingen, die uns vielleicht besser gefallen. Und zwar Highlighter. ich benutze jetzt hier den Catrice Caviar Gouache Highlighter. Und das ist einfach unglaublich. Oh, ja. Der Highlighter enttäuscht mich nicht. Das ist in der Drogerie wirklich, wirklich mega gut geworden. Und zwar Highlighter-Produktion. Dann benutzen wir doch mal hier diesen Highlighter-Pinsel. Das ist ein Highlighter-Pinsel, wie er im Buche steht. Ganz normaler Highlighter-Pinsel. Und damit werde ich die eine Seite highlighten. Dann werde ich ihn sauber machen und dann den Essence-Highlighter verwenden, weil der sieht auch vielversprechend aus. Mal gucken, wie das mit dem Highlighter-Pinsel aufgetragen wird. Also für mich ist das jetzt nicht genug. Ich benutze mal hier diesen Contouring-Brush und trage mal ganz kurz hier richtig Highlighter auf und nicht nur so ganz wenig. Oh wow, der Highlighter ist so wunderschön. Schaut euch den mal an. Oh Gott, der ist so schön. Ich liebe ihn. Wenn man den richtigen Pinsel benutzt, dann passiert hier auch was. Wunderschöner Highlighter. Den finde ich richtig gut. Ich verblende das Ganze nochmal hier mit diesem normalen Puderpinsel und ein bisschen Bronzer. Dafür ist er gut. Für Bronzer auftragen, Leute. Wozu den Pinsel so anwenden, wie er eigentlich angedacht war, wenn man den auch anders verwenden kann? Leute, ich bin voll begeistert von dem Highlighter und jetzt auch von diesem Pinsel. Also man muss nur wissen, wie man den verwendet. Oh Leute, ich habe was vergessen. Bevor wir den Highlighter verwenden, benutze ich noch aus der Essence Magic Wonderland LA diesen silbernen Kajalstift und werde den hier in den Innenwinkel auftragen. Das nenne ich mal Farbabgabe. Schaut mal, jetzt kriege ich auch schon wieder direkt bessere Laune. Alles wird gehighlightet, alles glitzert. Das Leben ist schön. Probieren wir mal von Essence den Magic Wonderland Highlighter auf. Und zwar heißt der Sprinkle Fairy Dust Wherever You Go. Mal gucken, ob das stimmt. Machen hier den Highlighter-Pinsel nochmal sauber. Und schauen, ob das am Pinsel liegt oder am Produkt. Okay, also der Pinsel harmoniert definitiv besser mit dem Essence Highlighter. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon direkt mehr Farbabgabe. Probieren wir doch das Ganze nochmal mit dem dicken Pinsel hier und schauen, wie das dann aussieht. Also welchen Highlighter findet ihr krasser? Catrice oder Essence? Catrice oder Essence?
Dann habe ich von Essence nochmal hier diesen Step into Magic Wonderland Eyebrow and Lash Top Coat. Und zwar ist das ein Glitz... Hä? Ist das rosa? Habt ihr schon mal rosa eine Mascara ausprobiert? Okay, ich dachte, das wäre Lipgloss. Okay, Leute, es sieht ein bisschen aus, als hätte ich eine Augeninfektion. So, ich trage mal Lippenstift auf und versuche, meine Augeninfektion wieder wegzubekommen. Alles in allem kann ich sagen, dass dieses Set hier an sich ganz okay ist, aber nicht für diesen Preis. Also es ist schon krass. Die Qualität der Pinsel ist zwar richtig gut, aber die Härchen lassen noch auf jeden Fall zu wünschen übrig. Ich finde aber dafür, dass ich das für andere Sachen verwendet habe, als es halt draufsteht, war das im Endeffekt richtig gut für mich. Ich weiß auf jeden Fall, wofür ich die Pinsel weiterhin verwenden werde und ich werde die sowas von weiterhin verwenden, weil die Verpackung einfach sowas von Goals ist. Ist der Preis gerechtfertigt? Nein, finde ich nicht. Aber sind die Produkte trotzdem gut? Ja, finde ich. Wenn man die jetzt irgendwie hat und aus Versehen kauft oder, keine Ahnung, geschenkt bekommt, kann man die auf jeden Fall weiterhin verwenden. Die Lidschattenpalette ist ein totaler Flop. Mag ich überhaupt nicht. Gar nicht meins. Finde ich überhaupt nicht gut. Und genauso ist meine Meinung über die Essence Lidschattenpalette. Die mag ich leider überhaupt nicht. Obwohl ich Essence eigentlich total mag und manche Kollektionen echt mega gut sind. Aber bei Essence ist es immer so ein Hit-and-Miss. Da darf man sich immer auf ein paar Überraschungen einstellen. Der Lidschatten Blender Pinsel von Catrice finde ich nicht zum Verblenden gut. Eher zum Auftragen. Dieser flache Lidschattenpinsel, genau das gleiche, ist ein flacher, normaler Lidschattenpinsel. Man zahlt hier wirklich primär einfach für die Verpackung und für den Namen. Dann das Magic Wonderland Dazzling Eye Lip Pencil von Essence. Finde ich super, habe ich sehr, sehr spät entdeckt irgendwie. Schon wieder voll vergessen, dass ich den mitgenommen habe. Werde ich auf jeden Fall öfter verwenden. Okay, bye. Kann mich sogar jetzt gar nicht mehr entscheiden, welches ich besser finde. Ich finde beide richtig schön. Der Catrice Highlighter ist auf jeden Fall so ein Champagnerton und der hier ist schon eher so weiß und frosty, aber ich glaube, ich finde den besser. Und so ein guter Champagner-Highlighter hat in der Drogerie auf jeden Fall gefehlt. Dann der größte Fail. So sieht man wieder, wie ich einkaufe. Ich sehe Verpackung cool, geil, sieht aus wie Lipgloss. Habe ich noch nicht, will ich probieren. Tragen das Leute noch so farbige Mascara und... Wie kann man das machen, dass es gut aussieht? Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Kollektionen jetzt so findet, denn jeder Kommentar nimmt am Gewinnspiel teil. Und zwar habe ich für euch noch diese super süße Pinseltasche besorgt, den Highlighter-Pinsel und den Highlighter und diesen Contouring-Pinsel, den ich so gut finde. Den verlose ich auch in einem Paket. Dann packe ich noch ein paar andere Goodies mit dazu. Wenn ihr teilnehmen wollt am Gewinnspiel, lest nochmal in der Infobox die Teilnahmebedingungen durch. Und hier kommt ihr dann auch nochmal zu meinen zwei letzten Videos. Und ich würde mal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao!